Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Life is Strange. Ich weiß halt nicht, wo wir stinken, was wir jetzt machen müssen, so. There's no way David would get in Mrs. Grant's face. She'd shut his ass down fast. So, das hatten wir ja schon einmal. Wollte es nur noch einmal angucken, falls das nicht gespeichert wurde, dass wir das angeschaut haben. Könnt ihr nicht die Rohrbombe geben? Das wäre dumm. Ich guck mich hier nochmal komplett um. Vielleicht haben wir ja irgendwas übersehen. Squirrels like nuts. Does that mean Samuel is... Nah. Achso, das hatten wir auch schon, genau. So, irgendwas müssen wir übersehen haben. Irgendwas. Ich weiß noch nicht was. Guck mich nochmal in den ganzen anderen Räumen um. Vielleicht haben wir da ja irgendwas vergessen. Meine Stimme kackt ab, Leute. Es tut mir leid. Also, es wird jetzt öfter vorkommen, dass meine Stimme ein bisschen abkackt, weil ich immer noch erkältet bin. Und meine Stimme ist halt so angeschlagen durch die Erkältung. Das ist unglaublich ätzend, ey. So, hier kommen wir nicht rein. Genau. Noch vermisst. Hatten wir uns das angeguckt? Where the hell are you, Rachel Amber? Okay. Hatten wir uns hier alles angeguckt? Hier kommen wir nicht rein, genau. Yes, this poster must stop bullies dead in their tracks. Hier vielleicht noch irgendwas? Nee. Hier rein? Nein. Okay, dann gucken wir uns nochmal hier drin um. Vielleicht haben wir hier irgendwas vergessen. Leuchtturm hatten wir auch schon, genau. I feel gross even looking at Nathan's work. But he does have some style. Hat schon Style, ja. Wettbewerbsfotos hatten wir auch schon. Zigaretten hatten wir auch. Hier ist sonst aber auch soweit nichts mehr, oder? Hier auch nicht. Hier hatten wir das Klebeband geholt. Macht es eigentlich einen Unterschied, ob wir das oder das andere Klebeband holen? Das wäre mal interessant zu erfahren. Okay. Ey. Ha. I feel like you're guiding us along. But where? Das ist Kates Schließfach. Das hatten wir uns auch schon angeguckt. Gut, dann gehen wir nochmal von hinten in den Raum rein. Ha. Das hatten wir auch schon, davon hatten wir ein Foto gemacht, genau. Hier haben wir sonst auch nichts mehr. Ah. Das Graffiti hatten wir auch schon, das Aquarium hatten wir auch. Periodensystem und Diagramm hatten wir auch und die Klausuren haben wir auch verändert. Genau. Okay, dann haben wir hier, glaube ich, wirklich nichts mehr. Also müssen wir doch die Rohrbombe abgeben und dann danach irgendwas machen, glaube ich. Aber was? Komm dann ja nicht mehr aus dem Büro raus. Take it easy on the door, Chloe. Let's try this instead. Boom! Literally. Yes! Time to blow shit up! If you'll light the candle. This is so cool! Get ready to haul ass. That was so fucking cool. Oh, we are toast. Here comes the whole Arcadia Bay Fire and Police Department. So what should we do?
So, dann müssen wir jetzt mal gucken, was wir hier machen können. Vielleicht können wir ja irgendwie anrufen und sagen, yo, was sehen oder sowas. Aber ich habe hier, glaube ich, nichts, was ich anvisieren kann. Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Shit, shit. Do something, Max. Ja, was? Mal kurz zurückspulen ein bisschen. Was soll ich tun? Shit, shit. Do something, Max. Haben wir irgendwie einen Feuermelder oder so? Feueralarm ausschalten. Ne, ich spule mal komplett wieder zurück. Oh lol! Was? What? Okay. If I can get this bastard open, she can't cheat with her rewind. Oh, this is bullshit. Fuck you, door. Welcome to my domain. Ha, geil. You are magic. I have no clue how the hell you got in there, but you did it, sister. The company I keep. Now, let's find what we want and beat it. My powers only go so far. What? Now I can see why the principal locks this room up. Fancy faux art crap. He must want everybody to know he has money. But no taste. How can you trust somebody who has a fucking bronze bird in his office? I'm glad I was expelled. Yes, if only the principal had a Monet or Picasso, you'd still be at Blackwell. Eat me. I'm gonna pilfer the papers on this ugly-ass desk. Okay, sure. It's ugly, but damn, is it a cozy chair. This is your chance to truly get all deductive and shit, Sherlock. Find us some clues about Rachel, or Kate, or Nathan. Anybody. I'm on the case. Ist das cool. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir das so machen können. Warren. Ja, es ist Schloss gesprengt, Bombamax. Oh bitte, ich wollte nur dein explosives Wissen testen und deine unglaubliche Kunst bestaunen. Alles klar. Oh. Hatten wir das schon? So cool in der Stille der Nacht durch die Flure zu schleichen. Selbst mit all den furchtbaren Geschehnissen um uns kam es mir vor, als ginge Chloe und ich auf das Zentrum eines kosmischen Mysteriums hinzu, das größer als wir alle ist. Ach, das hatten wir, glaube ich, doch schon. Oh, nein. Okay, Leute, ich lese den Rest gleich vor. Ich muss einmal kurz eine Pause machen. Ein Cut, weil es gibt Essen. Bis gleich. So, Leute, weiter geht's. Boah, jetzt muss ich mich aber beeilen mit dem Aufnehmen und schneiden dann später. Scheiße. Talent als Meisterspione, nicht wahr? Ach nee, das hatten wir doch schon mal. Stimmt. Das hatten wir schon. Dieses, achso, da. Okay, Lampe. Einschalten. Was? Kates Akte. This pretty much sums up Kate. Shy and sweet. And in the wrong place. Uiuiuiuiui. Schülerinformation: Kate Beverly Marsh, Durchschnitt 3,9. Kate Marsh ist eine der besten Schülerinnen der Blackwell Academy. Ihr Durchschnitt ist durchweg hervorragend, ihre Einstellung optimistisch und ihr Arbeitsstil ruhig. Ihre außerschulischen Aktivitäten mit dem Essen auf Rädern Programm wurde von Kay Bay,
Seven News gewürdigt und ihre vielfältige Gruppe für religiöse Studien war eine willkommene Ergänzung zu der breiten Auswahl an spirituellen, von Schülern geleiteten Programmen Blackwells. Sie verfügt ebenfalls über eine der besten Anwesenheitsquoten in der Geschichte der Schule. Das ist Respekt. Direktor Wells, als Krankenschwester der Academy sollte ich Sie informieren, dass Kate Marsh anscheinend vor kurzem ein emotionales oder physisches Trauma erlitten hat. Ich sprach kurz mit ihr und sie war aufgebracht, blieb aber vage und weigerte sich, weiter mit mir zu reden. Ich denke, es ist wichtig, dass wir sie im Auge behalten und sicherstellen, dass sie nicht, wie ich vermute, von anderen Schülern drangsaliert wird. Grüße, Anne-Marie Barenschi. Aktualisierung. Derzeit überprüfen wir ein kontroverses Video, das angeblich Kate Marsh auf einer Party des Vortex-Clubs zeigt und ohne ihr Wissen oder Einverständnis ins Internet hochgeladen wurde. Sie behauptet, während dieser Party ins Krankenhaus gebracht worden zu sein. Siehe angehängte Dokumente für Details. Okay, also warum, wenn die schon hier so, ein Verdacht auf Kates psychisches oder emotionales oder physisches Trauma hatten, warum haben sie da nicht irgendwie schon da irgendwelche Untersuchungen gemacht? Only two more files to go. For real jetzt, ey. I certainly can't use this. Okay. Das können wir mal anlassen erstmal. Wowzer, this will so not come in handy. Whiskyflasche? I'd drink too if I was the principal of Blackwell. And nothing here. Schrank. Rachel doesn't seem so troubled based on all this. But there's not much here about the police investigation. Schülerinformation Rachel Dawn Amber. Durchschnitt 4,0. Aktualisierung. Unglücklicherweise ist Rachel Amber im letzten Monat nicht zum Unterricht erschienen und hat keinen Kontakt zu Schülern oder der Lehrerschaft aufgenommen. Ihre Eltern sind sich über ihren Aufenthaltsort im Unklaren und Blackwell hofft auf eine schnelle Rückkehr, damit sie ihre vorzüglichen akademischen Leistungen fortsetzen kann. Zusammenfassung. Rachel Amber ist eine prototypische Repräsentantin der Schüler Blackwells. Sie ist in all ihren Fächern und zahlreichen außerschulischen Aktivitäten überragend. Sie ist bei Schülern und Lehrern beliebt und verfügt faktisch über die für Blackwell typische Qualifizierung für Stipendien und Führungspositionen. Alter. Ihre vielfältigen Ziele umfassen eine Karriere im Bereich des internationalen Rechts sowie als Model. Es gibt keinen Zweifel, dass sie all ihre Träume mit Blackwell als Angelpunkt verwirklichen wird. Direktor Wells, dies ist LT Chris Rossi. Ich wollte Sie wissen lassen, dass die Ermittlungen im Fall... Lieutenant Chris Rossi. Ich wollte Sie wissen lassen, dass die Ermittlungen im Fall Rachel Amber von unserer Seite offiziell beendet ist. Wir hoffen immer auf den einen magischen Hinweis, aber wieder einmal bewahrt Acadia Bay ein Geheimnis. Wir halten Augen und Ohren weiterhin offen. Aber mehr können wir ab jetzt nicht mehr tun. Danke für all Ihre Hilfe. Lieutenant Chris Rossi, Polizei von Acadia Bay. Man, I don't blame the principal for expelling Chloe. Bad Chloe. Bad Chloe. Schülerinformation Chloe Elizabeth Price. Okay, Durchschnitt 1,7. Ui, das klingt nicht so nice. Zusammenfassung. Chloe Price ist eine Problemschülerin Blackwells, trotz der größten Bemühungen der Lehrerschaft und der Verwaltung, sie akademisch zu leiten. Chloe erledigt selten Hausaufgaben und ist oft angriffslustig gegenüber ihren Lehrern. Sie verursacht zahlreiche Störungen in der Klasse mit unangemessenen Kommentaren und vulgären Gesten, die gegen andere Schüler gerichtet waren. Sie wurde vor kurzem für die Verunstaltung des Parkplatzes mit Graffiti suspendiert. Alles klar, Chloe. Obwohl Chloe eine intelligente Schülerin mit Potenzial ist, verschwendet sie dieses auf eine unbedeutende Rebellion gegen eine nicht der Schulpflicht unterliegende Einrichtung. Aktualisierung. Chloe Price ist nicht länger eine Schülerin Blackwells. Siehe Polizeibericht im Anhang. Alles klar. Let's nab this last file, Sherlock.
Always wanted to say nap. Eieieiei. Weird. This asshole has a spotless record. Ah. Oh mein Gott. Schülerinformation Nathan Joshua Prescott. Warum haben alle Doppelnamen? Durchschnitt 3,7. Zusammenfassung: Nathan Prescott setzt mit hervorragenden akademischen Leistungen und einer Vielzahl an außerschulischen Aktivitäten die Arbeit mit der obdachlosen Stiftung von Acadia Bay eingeschlossen, das historische Erbe seiner Familie an der Blackwell Academy fort. Nathan ist bei Schülern wie Lehrern beliebt. Er ist ein stolzer Repräsentant Blackwells. Like I'm not gonna read my own personal file. 2,8? What? Maxine Caulfield. Zusammenfassung: Max, wie sie es vorzieht, genannt zu werden, ist eine ruhige, aufmerksame Schülerin mit großem Potenzial für die Fotografie. Ihr Durchschnitt schwankt und sie hat anerkannt, dass sie sich verbessern muss. Ihre Lehrer bestätigen ihre stille Intelligenz, obwohl einige Beschwerden sie als zu nervös und neugierig beschreiben. Einige Fakultätsmitglieder würden gerne mehr Beteiligung und Selbstbewusstsein von Max sehen, andere weniger. Aber dies ist eine allgemeine Empfehlung für Schüler und nicht spezifisch. Aktualisierung: Trotz einer kürzlich erfolgten Konfrontation mit dem Sicherheitspersonal Blackwells demonstrierte Max das allerbeste der Blackwell Academy, indem sie Mitschülerin Kate Marsh vom Sprung und ihren Tod vom Dach des Wohnheims abhielt. Derzeit finden eine polizeiliche sowie eine schulinterne Untersuchung statt, aber Max' Heldentum ist unbestritten. This file is going to be so spotless, I'll projectile vomit. Als ob das so sauber ist. Da muss prinzipiell fast das gleiche wie bei Chloe stehen. Dass sie halt die Mitschülerinnen und so mit vulgären Äußerungen und so nervt oder was auch immer. Victoria Meribeth Chase. Der Name. 3,9. Zusammenfassung: Victoria Chase ist eine strahlende Repräsentantin der Blackwell Academy mit durchgehend hervorragenden Noten und außerschulischen Aktivitäten, die ihren Karrierewunsch als Fotografin widerspiegeln. Die Fakultät lobt ebenfalls Victorias Engagement für den Vortex Club sowie für andere Organisationen, die dem Geist und der Geschichte Blackwells gewidmet sind. I have to make sure Warren doesn't have a criminal background. Ja, natürlich müssen wir das. 4,0. Ui, das ist Respekt. Warren wird als Paradebeispiel eines Schülers angesehen und repräsentiert die exzellente wissenschaftliche Tradition Blackwells. Er besitzt ein Redetalent bzw. ein loses Mundwerk, je nach Lehrer. Manche beschuldigten ihn, wissenschaftliche Streiche zu spielen, aber dies konnte von seiner Wissenschaftslehrerin Mrs. Grant nicht bestätigt werden. Wir hoffen, Warren konzentriert sich auf seine akademische Vision und steuert weiter auf eine strahlende Zukunft zu. Oh. I think we found everything in here. Nein! I should go join Chloe now. Hier sind noch Akten. So, Nathan Prescott's dad is a bully too. Shocker. Director Wells, in Anbetracht der schier unerhörten Anschuldigung gegen meinen Sohn und seiner Suspendierung erscheint es mir, als sollte meine großzügige Zuwendung an die Blackwell Academy auch suspendiert werden. Natürlich lässt sich diese Situation bereinigen, sobald Nathans Suspendierung mitsamt einer schriftlichen Entschuldigung aufgehoben ist. Zugegebenermaßen gibt das tragische Ereignis bezüglich Miss Marsh ihn zu denken, aber ich weise sie darauf hin, dass seine Absage der Party am Donnerstag der Unpack-Mentalität der Blackwell Academy widerspricht. Ich erwarte, dass sie ihre Entscheidung nochmals überdenken und zu derselben offensichtlichen Schlussfolgerung kommen. Danke, Sean Prescott. Was ein Spasti, ey. You're not so tacky up close. Oh, warte mal. Ah, ein Foto machen. Irgendwie kann ich ein Foto machen. Aus irgendeiner Sicht. That is so cool that my signature actually counted. Go, Miss Grant. Liebe Mrs. Grant, als Direktor Blackwells ist es meine freudige und glückliche Pflicht, Sie darüber zu informieren, dass Ihre Petition, die Installation eines neuen Überwachungssystems zu verhindern, genug Unterschriften erhalten hat, sodass die Schule den Plan ablehnt. Unsere Richtlinien untersagen, dass sich in dieser Angelegenheit Partei ergreife, da wir Lehrkörper und Schülerschaft dazu anhalten, an der Leitung der Schule teilzuhaben.
Allerdings habe ich die kontroverse Natur dieser Kameras erkannt und teile ihre Besorgnis bezüglich des möglichen Eindringens in die Privatsphäre. Danke für Ihr Engagement und dafür, dass Sie die Schüler Blackwells inspirieren, ihre Stimme gehört zu verschaffen. Ich hoffe, das Resultat Ihrer Petition vermittelt Ihnen das Gefühl, Einfluss zu haben. Herzlich, Direktor Wells. Gut, hier eigentlich... Oh. Chloe, say hello to my little friend. Say goodnight to the bad guy. Das muss ich mir angucken. Ui. Okay. Oder so. Achievement bekommen. Okay, wir reden noch mit Chloe, danach beende ich den Part. Max, you better come check out these files. Nathan accuses Rachel of bringing drugs on campus. And my step-troll went along because he thinks Rachel was a bad influence on me. Assholes. If David is teaming up with Nathan Prescott, that's a bad sign. Nathan Prescott III. Ooh, he's so money. And you know the Prescotts dropped Major Bank to bury Nathan's real file. Look, it reads like a rap sheet. Bad grades, teacher complaints, secret probation. But I was expelled? At least Nathan was finally suspended. Check out that note. Open it. It's just some crazy drawing. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. That's fucked up. What does this even mean? Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Whoa, listen to this. David M. always asks what's going on in my head. David M. always helps me follow those he follows. It's pretty cryptic. No, it sounds like they formed some sort of weird team, the Super Hebros. Jesus. David was stalking Kate, hassling me, and now we know he was all over Rachel, too. Oh, we are so going into his garage files. Plus, I'm getting a little paranoid in here. We got our info. Let's bail. But maybe we shouldn't leave without a gift. No, you are not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. It's the powers of best friendship. I know how you roll. We should definitely get out of here. We pressed our luck enough. Hello, what have we here? Holy shit! Jackpot! Cha-ching! Wow, sir. That's a lot for the handicapped fund. Dude, there's $5,000 here. I could pay Frank back tonight. This'll chill him out after you almost, you know, shot him. Are you gonna make a big issue out of this? Or just rewind and take the greenbacks for yourself? I hope you do that instead of lecturing me. You really want to take money from the handicapped fund? I know you need to pay Frank back, but... I've got my power to protect you, right? There's a lot of power in that horse-choking wad of cash. But yes, Moral Max is right again. I guess. Let's get the hell out of this office, morgue. I know that money would have helped Chloe and me. Looks like an oil painting spill. Awful. Gut, Leute. Wir gehen. That impish look scares me. Care for a midnight swim? The Blackwell pool is ours. Swimming? You want to take that risk now? It's been a cray week. You didn't let me take that money to pay off Frank, so if he pops a cap in my skull, at least allow me to have a little carefree fun for a few minutes. Splish splash? You're right. We hella deserve it. Splish splash. Did you actually just say hella? I think I'm a good bad influence on you. Speichert es? Ja, speichert. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's erstmal mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.